Ich lade Sie ein zu einer Überlegung. Sie sitzen in Erfurt in der Straßenbahn und neben Ihnen fangen Menschen an, darüber laut zu lamentieren, dass die Türken uns alle die Arbeit wegnehmen oder dass Juden an allem schuld sind oder dass Ausländer hier nichts zu suchen haben. Und ich würde mir wünschen, wenn darüber einmal eine Diskussion in einer Straßenbahn beginnt, welch ein Unsinn solche Argumente sind, wie wichtig es ist, dass die Bundesrepublik Deutschland mit der Türkei eine Partnerschaft hat, dass man gemeinsame Entwicklungsprozesse hat, dass die türkischen Menschen, die in Deutschland leben, eine Bereicherung unserer Kultur sind. Oder dass die Juden in Deutschland vernichtet worden sind, rassistisch begründet ausgerottet worden und beraubt worden sind. Und dass jüdisches Leben heute in unserer Stadt Erfurt eine Bereicherung unserer Kultur ist. Und dass wir nicht zulassen, dass Stammtischparolen und Neidparolen Auseinandersetzungsebenen, die Menschen Angst machen sollen, ausschließlich aus rassistisch motivierten Gründen, dass so etwas um uns herum einfach gedankenlos von sich gegeben wird und alle weggucken. Ich würde mir wünschen, wenn an einem solchen Tag Menschen anfangen zu diskutieren und sagen, also dein Argument ist falsch. Und so gesehen ist der 1. Mai in Erfurt ein wichtiger Tag. Eigentlich ist der 1. Mai der Kampftag der Arbeiter, es ist eigentlich in der historischen Entwicklung der Tag, an dem es darum geht, eine Würde für Menschen, die arbeiten gehen, wieder in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung zu stellen. Also, was heißt es, als Niedriglöhner in Deutschland arbeiten zu müssen? Was heißt es, als Billiglöhner in Thüringen jeden Tag arbeiten zu gehen und am Ende einer Lebensleistung in Altersarmut zu landen? Das hat mit Würde nichts zu tun. Dagegen sollten wir am 1. Mai zusammenstehen. Und nun benutzen die Neonazis, die Faschisten, die braunen Gedankenträger diesen Tag wieder, um aufzumarschieren, um deutlich zu machen, sie wollen die Hoheit über eine Stadt haben, so wie in Dresden oder an anderen Orten. Und immer dann wäre es gut und richtig und ist es notwendig, deutlich zu machen, hier gibt es keinen Platz für braunen Ungeist, hier gibt es keinen Platz für faschistisches Gerede, für nationalsozialistische Verherrlichung oder für die Umschreibung von Rassismus, Alltagsrassismus oder massiven Rassismus und für die Einteilung in gute Menschen und schlechte Menschen, in die Menschen, die nützlich sind und die Menschen, die unnütz sind.
dann sind wir auf einer gefährlichen Strecke des Weges, wenn wir dem Treiben nicht entgegentreten. Deswegen braucht es ein Hingucken der Zuständigen, ein Handeln der Zuständigen und ein Aufstand der Anständigen. Der Aufstand der Anständigen wäre aber kein Aufstand, sondern vielleicht mal ein Hinsetzen und mal ein Sitzen bleiben, ein Rumsitzen, ein Überlegen, dass das Aufstehen und Widersetzen auch das Wort Widersetzen beinhaltet. Und so würde ich mir wünschen, am 1. Mai viele Mitsitzer zu treffen in Erfurt, die sagen, in dieser Stadt ist kein Platz für Nazis, und am Tag danach hinzuhören, was in der Straßenbahn gesagt wird. Dann ist der 1. Mai ein guter Tag für Erfurt und für die Menschen, die sagen, hier ist kein Platz für braunen Ungeist. Thank you.